武器の多さなんて関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu New Pokémon Snap. Ich dachte, ich zocke einfach mal für euch ein bisschen weiter, weil das Ganze kommt ja offenbar gar nicht so schlecht bei euch an. Ich würde mir natürlich nur wünschen, dass ihr das Ganze vielleicht noch ein bisschen an Freunde und Bekannte weitertragt, die sich auch für Pokémon interessieren, weil ich würde gern so zumindest über 100 Klicks kommen und dann wäre ich auch bereit, also ich werde auf jeden Fall auch Pokémon Pearl für euch remaken, weil das war das Pokémon, was mich wieder zurück in die Serie geholt hat. Immer Gold und Silber ausgestiegen und hab dann Rubin, Saphir alles übersprungen und dann kam Pearl und Diamond und ich dachte mir so, boah, geil, das musst du dir holen. Und deswegen, die Remakes sind für mich da was ganz Besonderes, vor allen Dingen, weil die den alten Grafikstil relativ beibehalten. Also ich find's gar nicht so schlimm, was die daraus machen und ich find's vor allen Dingen gut, dass es mal ein anderes Studio hat. Doch bevor wir großartig rumquatschen, machen wir weiter mit Pokémon Snap. Ich hoffe, dass auch Pokémon Unite noch mal irgendwann kommt. Jetzt, wo du ein offizielles Mitglied bist, möchte ich dir noch was geben. Apfel. So, man kann die quasi füttern, damit die da sitzen bleiben und vielleicht euch ruhig stehen bleiben. Okay. Gut, dass ich den Controller nutze, für die Wii U eigentlich. Hättet ihr eigentlich auch mal Interesse daran, so ein paar Tutorials oder Produktrezensionen von mir zu haben? Weil ich habe ja eine Game Capture, ich habe einen HDMI-Splitter, ich habe den OSCC. Ich habe die Retron 5, so, ne? Könnte man eigentlich doch mal was machen, oder? Voll Pikachu. Pikachu wird fett und rund. Die Story ist so ein bisschen viel Blabla dazwischen, muss ich sagen. Das ist ja voll praktisch. Aber ich glaube, ich habe auch zwei Ruf genug, kann das? Oder Discord. Okay. Okay. Muss ich jetzt Aufgaben lösen? Welche kann ich denn hier an? Tag? Dann, dass man hier halt auch so ein bisschen Aufgaben kriegt. Das
bewegen sich jetzt aber schon ein bisschen anders, muss ich sagen. Da sind diese komischen Sachen, die ich da verpasst. Ups, ich habe aus Versehen Apfel geworfen. Ich glaube. Doch, doch, doch. Sorry, Pichu. Den Apfel. Wo? Wir kommen jetzt zwischendurch mit neuem Level auch neue Pokémon. Okay, das ist. Pikachu und diese Geier, ne? Was ich so ein bisschen blöd finde, dass die halt hier nicht ihre Namen sagen, sondern einfach nur irgendwelche Geräusche machen. Schon süß, oder? Oh,
Pokémon fotografiert. Es ist auch interessant, dass wenn man mal hier so die beiden Bilder vergleicht, ne, hier kann man es nicht so richtig erkennen. Hier sieht man es von vorne, es hat sogar eine andere Farbe und trotzdem weniger Punkte. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Sagen. Wir müssen noch mal. Um einen Durchgang machen wir noch. Wenn einer einen Tipp für mich hat, was ich da machen muss, manchmal könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube, die Ladezeiten schneide ich raus. Sollte euch das unnötigerweise angucken. Der dreht sich aber auch nicht um dann. Ah, immer. Und wird gut. Eigentlich lässt der die fallen, oder? Muss ja ein. Schade, dass man es hier nicht kann. Guck. Manchmal so langsam ist und man das nicht beschleunigen kann. Das diesmal nicht da stand, ne? Passiert. Halten sich komisch.
Gucken wir uns noch eben die Bewertung an. Ja. Dann gehen wir einfach mal alle an und gucken, ob der da irgendwas anders macht. Mehr Abschluss dafür. Ich verstehe nicht immer, warum das besser ist. Ehrlich gesagt, das sieht fast genauso aus. Ich habe sogar weniger Punkte bekommen. So, ich würde sagen, das war es erstmal wieder für diesen Part. Wie gesagt, gerne könnt ihr mir Kommentare oder Anregungen auch in die Anregungen oder Vorschläge in die Kommentare schreiben. Von meiner Seite aus war es das erstmal. Ich danke euch fürs Zuschauen und hey, lasst doch mal ein Abo auch da oder ein Like. Dann sind wir alle ein bisschen glücklicher. Ja, okay, eigentlich bin nur ich glücklicher, aber ihr wisst, was ich meine. Bis dann und ciao.